Frohe Weihnachten, Wurmhoshis. Ich dachte, ich mache auch mal ein kleines Weihnachtswunsch-Video und ein sehr, sehr kurzes Recap von 2019. Das Jahr nähert sich ja dem Ende. Morgen ist ja schon erster Weihnachtstag. Deswegen machen wir jetzt mal einfach, oder ich mache jetzt mal so ein kurzes Video. Ja, das Jahr hat ja sehr coole VR- und Non-VR-Spiele rausgebracht. Sehr gute sogar, stellenweise. Ich sag nur, Hellsplit Arena war der Wahnsinn. Dann war ja jetzt kurz der Release von Boneworks, was ja jetzt in aller Munde ist. Eins der bestverkauften VR-Spiele in kurzem Zeitraum. Dazu mache ich nächstes Jahr vielleicht ein Video, sobald es vernünftigen Linkshänder-Support gibt und ich das auch vernünftig spielen kann, um das dann richtig zu bewerten, wie ich es empfunden habe. Also den Hype kann ich nicht ganz teilen, aber nachvollziehen. Aber das ist dann erst nächstes Jahr. Ja, es gab die Ankündigung von Half-Life Alyx. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich hoffe, dass ich bis dahin meine Index bekomme. Die ist ja ausverkauft. Leider kriege ich die nicht mehr zu Weihnachten. Non-VR-Bereich gab es natürlich die Überraschungstitel, also für mich Überraschungstitel von EA, Star Wars Fallen Order. Also da hätte niemand mit gerechnet, also ich hätte nicht mit gerechnet, dass EA nochmal ein gutes Spiel macht. Aber es ist ja auch ein gutes Team gewesen. So Respawn, die haben Titanfall schon gemacht. Ich hatte da ein bisschen Bedenken. EA hat die gekauft und da kommt jetzt nur noch Scheiße raus, weil Apex war ja wirklich diese Battle Royale Kacke. Wir müssen jetzt wieder Geld scheffeln und lassen wir das. Mein Lieblings-Rhythmus-Spiel Synth Riders ist ja auch in den Voll-Release gegangen dieses Jahr. Finde ich auch sehr geil. Nochmal Glückwunsch an die Entwickler. Und dann gab es ja noch Pimax mit ihrer super schönen Ankündigung. Und jetzt kommt ja die Arthritis oder wie die heißt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Dieses Einsteigermodell, was... Nein, Pimax ist natürlich das Unwort des Jahres für mich überhaupt. Mit der Firma habe ich auch abgeschlossen. Ich werde die Brille jetzt noch so lange benutzen, bis ich meine Index habe. Weil die Vive, so gut die Farben auch sind, das FOV stört mich mittlerweile nicht mehr, aber die Auflösung ist halt zu gering. Man gewöhnt sich halt schon an die höhere Auflösung. Die Index, denke ich, wird ein gutes Mittelding. Und ich weiß gar nicht, warum ich da jetzt schon wieder anfange, ist auch egal. Ob ich nochmal ein richtiges, volles Recap mache mit den besten VR-Spielen oder Non-VR-Spielen, die ich gezockt habe. Oh, Blasphemous gehört auch noch dazu, war auch ein Highlight für mich. Also mal schauen, ob ich das mache. Das Video sollte eigentlich dazu dienen, um euch frohe Weihnachten zu wünschen, einen guten Rutsch ins nächste Jahr. Videos werde ich vielleicht noch ein, zwei hochladen jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr. Muss ich mal gucken, wie weit ich das schaffe. Ansonsten sehen wir uns dann halt nächsten Jahr wieder. Deswegen wünsche ich euch auch einen guten Rutsch. Habe ich wahrscheinlich gerade schon gesagt und schon wieder vergessen. Weil das alles natürlich unscripted ist. Warum soll ich mir was aufschreiben? Ist doch scheiße. Und auch am 8. sehen wir uns sehr wahrscheinlich bei VR Pack Live wieder mit einem neuen Thema. Welches das ist, weiß ich selber noch nicht. Da werden wir uns was Schönes raussuchen. Und im Anschluss werde ich wahrscheinlich jetzt noch wie immer die Outtakes, meine Versuche von dieser Aufnahme reinpacken. In diesem Sinne, zum allerletzten Mal wünsche ich euch ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins nächste Jahr. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Ich dachte, ich mache auch mal ein kleines Weihnachtswunschvideo. Okay, das war mal für den Popo. Ja, mein liebstes Rhythmusspiel Synth Riders ist ja auch dieses Jahr in den Full Release gegangen und ich schaukel schon wieder mit dem Stuhl. Das soll eigentlich nicht. Spiele rausgebracht. Fick dich, das spricht nicht. Das Recap von 2019. Denn morgen. Dann gab's ja noch. Mein Liebling.